Servus, grüß dich, hallo und moin moin. Heute sind wir in Bremen-Hastedt und neben mir ist Lothar Petras. Lothar, hallo, einen wunderschönen Namen, ihr Lieben. Das Gastronomie-Urgestein aus Verden. Wir kennen uns seit über 30 Jahren und haben uns ganz viel zu erzählen, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Und dabei haben wir uns gedacht, gehen wir mal nett essen. Jawohl. City for Two, genau. Restaurant Il Gatto Pardo in Hastedt, in der, wie heißt denn die Straße hier? Bitter. Georg Bitterstraße. Genau, genau genommen Ecke Hermine-Bertholdstraße. Und da gucken wir mal, was uns da heute erwartet, Lothar. Ja, auf geht's. Gespannt. Wir okay. Essen jetzt. Yeah! Sophia, das sieht aber wirklich sehr gut aus. Und einmal nochmal Frank Camillo hier. Frank Camillo. Dieses Bild ist auch nicht. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist so typisch. Hier Frank Camillo. Lothar, guck mal. Ja, Lothar, du bist auch drauf. So, jetzt machen wir erst noch so eine Session. Wir sagen noch gar nichts. So, liebe Leute, wir sind im Il Gatto Pardo. Einmal die Spielregeln hier. Hier haben wir 2-1 ein 3-Gänge-Menü. Das heißt, wir müssen uns gar nicht entscheiden, was wir essen wollen, sondern das wird uns vorgegeben. Wir wurden nur gefragt, Fleisch oder Fisch. 3 Gänge gibt es. Ein Menü, das kostet insgesamt 29,50. So viel ist der Lothar mir heute Abend wert. Ja, und ja, das war der richtige Tag. Trinken will der auch noch was. Also es wird wieder ein teurer Tag für mich, aber machen wir doch gerne. So, also 2-1. Wir haben 2-mal das Menü. Eins muss ich nur bezahlen. Und Stimmung und Atmosphäre ist hier sehr nett. Tische sind nett eingedeckt. Aber es ist sehr voll, darum habe ich noch keinen Rundumblick gemacht, dass wir hier keine fremden Menschen filmen. Aber ja, jetzt bekommen wir erstmal unsere Vorspeise. Wir haben keine Ahnung, oder? Top. Die Wette gilt. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Und wenn die Getränke serviert sind, dann melden wir uns nochmal. Also, bis gleich. Bis gleich. So, wir gucken mal, so sieht das aus. Wir haben eine gemischte Vorspeise, Antipasti für beide. Sieht sehr lecker aus. Wir machen erstmal ein kleines Foto, bevor wir uns in den ersten Gang gehen. Lothar, guten Appetit. Ja, guten Appetit. So, Lothar, was sagst du zur Vorspeise erstmal? War exzellent, ausreichend, prima, toll, schmackhaft, delicioso. Und jetzt gehen wir zum nächsten. Ja. Ja, beschreib mal. Rindfleisch, hat sie gesagt? Ja, auf jeden Fall ist es nur Rindfleischsteak. Also es sieht erstmal gut aus. Sie hat uns zwar nicht gefragt, welche Gasstufe, sie hat nur gefragt, Fleisch oder Fisch? Fleisch. Sieht gut aus. Und guck mal. Das sieht aus. Perfekt. Hm? Ja, das ist perfekt. Das würde ich sagen, medium well. Wunderbar. Wir essen mal. Und nachher geht's weiter. Yeah. Thank you.
sauber, das ist okay. Und alles Weitere gleich draußen vor der Tür. Mein Fazit zusammen mit Lothar. So, Essen fertig, wir sind gesättigt und Lothar, was sagst du, wie war's? Ja, solide Hausmannskost auf Italienisch. Ja. Ganz lecker, toll, bodenständig, alles schmackhaft, alles ganz toll gemacht. Bisschen laut fand ich es da drin. Ja, aber wir waren auch laut. Ja, aber nee, es gibt nichts auszusetzen und auch das Menü war lecker. Wir hatten zwar keine Auswahl, was wurde uns vorgesetzt, aber nein, alles gut. Und ich würde sagen, City for True-Tipp, da kann man essen gehen. Und ja, und wir sehen uns die nächsten Tage irgendwo anders. Und wir gehen auch mal wieder essen, Lothar. Wir haben uns so lange nicht gesehen, war richtig toll. Als wenn es gestern war, ne? Und jetzt schon so lange her. Okay, ciao, ciao.